Hallo und herzlich willkommen hier bei den Teenagers vom Mars und Microsoft Flug Simulator hat es wieder getan. Sie haben eine Kooperation und zwar mit einem meiner Lieblingsfilme, Dune. Und ich freue mich sehr. Philipp ist natürlich auch dabei und wir gehen gleich ins Dune Update. Hallo, ich kenne den Film nicht. Das ist natürlich schlecht und gucken uns das Ganze an. Dafür gehen wir gleich in eine andere Perspektive, aber das folgt nach einem kurzen Intro. Wenn ihr das Update heruntergeladen habt, seht ihr schon, es gibt, wie beim Maverick-Update, gibt es einen extra Reiter unter Dune. Und da gibt es dann auch wieder zwei Sachen, einmal Tutorials und Herausforderungen. Und heute stellen wir uns erstmal den Tutorials und danach folgt noch was. Ja, wir machen noch eine kleine Herausforderung, würde ich sagen. Gucken wir mal, was so alles es gibt. Aber natürlich müssen wir erstmal dieses krasse Gefährt kennenlernen und üben. Hier gibt es drei Sachen, einmal Abflug, Sturzflug und Landung. Und mal gucken, wer sich da am besten schlägt mit dem Teil. Ich glaube, das ist nämlich gar nicht so einfach. Wie heißt der eigentlich? Der heißt Atreides-Copter. Nein, Ornithopter. Ornithopter. Ornithopter von Haus Atreides. Auf in den Abflug. So, da haben wir das schicke Gefährt, die... Boah, das sieht so geil aus. Die Libelle. Oh. Hast du irgendeinen Sound? Ja. Heute lernen Sie die Grundlage. Er spricht. Boah, warum habe ich nichts? Beginnen Sie mit dem Ausklappen. Ausklappen. Tragflächen ausklappen. Ja, ich guck zur Seite. Oh. Schauen Sie zur Seite, wie sich die Flügel. Motor starten, jetzt geht's gleich richtig ab. Die gehen nämlich immer so rauf und runter auch. Wie bei einer richtigen Libelle halt. Die Flügel schlagen. Alter, sieht das geil aus. Geil. Oh mein Gott. Joystick-Taste 2. Wo zum Fick soll ich wissen, wo Joystick-Taste 2 ist? Alter, ey, Außenperspektive sieht auch richtig gut aus. Oh mein Gott, ich flieg. Oh geil. Wie langsam das Ding startet. Fahrwerk einfahren. Wie fliegt er sich, wie so ein Heli? Ich würde sagen geiler. Start. Muss ich dafür Schub geben? Ja. Schub. Okay. Geil, danke. Ich hab direkt ein A. Nachbrenner verwenden. What? Reichen Sie die andere Seite des Canyon. Fahrwerk hochfahren. Wieso gibt er denn nicht die richtigen Knöpfe an? Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich habe nicht so gut abgeschnitten. Nein, warum nicht? Ich hab ein bisschen länger... Okay, ich hab doch ein A. Naja gut, war interessant. Dann machen wir mal den nächsten. Richtig, dann gehen wir mal direkt rein hier. Ornithopter. Geiles Gefährt, oder? Was hast du, ohne den Film je gesehen zu haben? Ja. Hat was, oder? Absolut. Beim Sturzflug wird Höhe gegen eine Geschwindigkeit getauscht, die im normalen Flug unmöglich wäre. Okay. Halten Sie am Sturzpunkt die Flügel für den Sturzflug. Warten Sie beim Sturz auf mein Kommando. Im normalen Flug unmöglich wäre. Aha. Mach ich. Aber ich weiß den Knopf nicht. Ich auch nicht. Steckst du mir den vorher? Ich drück einfach. Ja, was denn? Den Knopf. Welchen denn? auf den Knopf, der Angriff bezeichnet wird. Den Sturzflugmodus-Knopf. Ich soll die 1 drücken. Hab ich. Ich kann den Knopf nicht drücken. Hab ich. Geh doch weg. Oh mein Gott! Ich hab den Knopf nicht drücken können. Oh, geil. Boah, ey. Oh, ich glaube, das muss ich nochmal machen. Einmal von außen. Ich möchte das einmal von außen sehen. Wie ist denn der Knopf? Der ist... Ich weiß nicht, welchen Knopf man drücken muss. Welchen hast du gedrückt? Nein, ich war im Cockpit, hab mit der Maus gedrückt. Ach so. Ich hab nur ein B, ich mach nochmal. Ja, ich bin auch schon beim zweiten Try. Hast du weißt du, welchen Knopf man drücken muss? Nee, da steht irgendwas mit 1. Sturzmodus aktivieren. 1? Oder L? Hä, das ist doch scheiße. Sag doch, welcher Knopf das ist. Klappen Sie die Flügel aus. Den Griff nach hinten ziehen. Ich war einen Moment lang besorgt, aber Sie haben es geschafft. Wenn Sie noch ein bisschen üben. Ja, aber welchen Knopf muss ich drücken? 1 oder L steht da, aber keine Ahnung, es funktioniert nicht. Ich geh mal kurz in die Option. Boah!
Ornithopter Flügelbremse einstellen. Oh, ich schütze ab. Ornithopter ein. Aua, ich bin auch gestürzt. Ah, okay, wenn du in den Optionen bist, kannst du einfach nach Ornithopter suchen und da gibt es verschiedene Knöpfe, die du belegen kannst. Wo, im Hauptmenü? Im Hauptmenü, ja. Nee, in den Einstellungen, in den Steuerungsoptionen. Nee. Da, jo. Sturzflug umschalten. Okay, dann belege ich das jetzt mal auf einen. Okay, ich bin auch bereit jetzt hier. Ich habe jetzt nur die Taste belegt. Ich habe alle direkt belegt. Oh, geil. Ich fliege jetzt von außen. Sieht irgendwie geil aus, wie die Bälle hier so rumfliegt. Okay, dann mache ich das von innen. Sturzpunkt. Sturzflug. Tauchen Sie jetzt ab. Runter. Sturzpunkt. 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 Flügel. Hui. Wie geil. Oh mein Gott. Oh, ich bin nicht. Er hat mich nicht getraut, so viel zu stürzen. Boah, geil. Ich bin ja so geil. Hammer. Das macht so Spaß. Jetzt mit dem Afterburner ins Ziel. Wuhuhu. Ihn gemeistert. Ach so, ich muss einen Tiefpassflug machen noch, okay. Ja, nur ein B, weil die Erklärung wieder richtig schön war. Egal, wir gehen in die nächste, würde ich sagen, oder? Ich habe ein A. Ja. Okay, wir gehen ins nächste. Geil. Landung, okay. Okay. Sie haben bewiesen, dass Sie mit einem Ornithopter abheben können. Jetzt landen Sie mit der Flügelbremse, um das Tempo zu senken. Oh, Flügelbremse habe ich nicht aktiviert. Was ist denn die Flügelbremse? Flügelbremse einstellen. Fahren Sie jetzt das Fahrwerk aus. Fahrwerk? Gibt's halt auch einen Knopf. Hast du eine Flügelbremse gefunden? Ich mach eine. Du machst eine, okay. Programmierst du die eben rein, oder was? Nein, Ich hab die gerade eingestellt. Okay. Ja, es geht. Leitflug. Ach da, Flügelbremse, okay. Nutzen Sie jetzt die Flügelbremse. Steuern Sie Ihr Tempo mit der Flügelbremse und zielen Sie auf die Landeplatzmitte. Wow. Ich muss ein bisschen Gas geben. So, ich mache jetzt hier richtig, richtig gut. Nee, DCS. Das kannst du nicht, wa? Mal so ein Dune-Update mal eben kurz reinschieben. Ist ja auch kein Arcade-Shooter. Achso, ja, stimmt, das war wieder recht. Oh, nicht. Ich will landen. Landen. Alter, die Bremsung ist ja echt Porno. Die ist richtig geil. Wie gut das aussieht. Benutze ich die jetzt zum Landen? Ja. Alter, man kommt so smooth damit runter dann. Perfekt. Okay. Oh Gott, ich stehe ja schon komplett. C bekommen. Mach ich das jetzt nochmal oder lasse ich das sein? Nein, wir gehen jetzt in den Dings rein. Wir machen jetzt eine Herausforderung, okay. Ja, Bremsung war nicht gut. Oh! Das war ein bisschen hart aufgesetzt. Mal gucken, was jetzt für Punkte das gibt. Wenn Sie mit dem Ornithopter landen können, kennen Sie alle Grundlagen, um auf Arrakis zu gehen. Jetzt fliegen wir durch das Loch, oder? Was für Aufsätzen, ich sitz doch. Sie werden immer besser. Ich hab auch nur ein C. Okay. Ja, kennt man ja von unserem Landen, ne? Da immer schlecht. Ja, ich würde sagen, ich weiß nicht, was machen wir, die erste Herausforderung, das Wüstenrennen, oder? Ich hätte schon Bock auf dieses Loch im Fels, ne? Ach komm, wir haben ja genug Zeit eigentlich. Ja, was machen wir? Wir machen zwei Sachen. Okay. Dann machen wir das Wüstenrennen und Loch im Fels. Was muss ich machen? Willkommen bei den Touch-and-Go-Herausforderungen. Haus Atreides braucht Elite-Piloten, um die vielen Gefahren der Wüste zu bewältigen. Okay, wir müssen einfach Touch-and-Go-Manöver machen auf den verschiedenen Plattformen und es wird eine Zeit gemessen. Mission beginnt. Okay. Vollgas, wa? Also wir haben uns jetzt, verstehe ich das richtig, wir haben uns wieder so ein Ding ausgesucht, wo wir mehrfach landen müssen. Einfach. Ja, ja, okay. Ja. Okay, na dann. Ich flieg das Ding von außen. Ich auch. Da vorne ist der Landeplatz. Ich sehe ihn schon. Okay. Auch ja, einfach ich mal... Ich booste da erstmal rein. Einfach mal hinboosten, ne? Ich hoffe da vollstens auf die Motorbremse. Ja, Motorbremse easy. Oh ja, die Motorbremse zieht echt gut. Boah. Ja, jetzt ein schönes... Ey, lande doch! Touch and go! Komm schon. Lande. Okay. Und Vollgas wieder. Fahr weg raus. Hoch. Boah, ist das Ding geil. Boah,
Das ist brutal, das Ding. Das ist brutal. Alter. Ich frage mich gerade, wo diese Wüste abgebildet ist. Ist es ein extra Level oder ist es ein Bereich auf der Weltkarte? Nee, ist ein extra Level, glaube ich. Also so kann man das nicht darstellen. Glaube ich, weil das wäre, das würde auffallen, wenn die auf einmal so ein Wüstending auf einmal irgendwo hier entstehen lassen. Einfach irgendwo in Deutschland eine Wüste auf einmal. Ja, ja, mitten in Berlin so. Am Drehort. Oh, falscher Knopf! Scheiße. Ich muss einmal drehen, perfekt. Ey, der fliegt sich viel besser als ein Helikopter, ne? Wieso kriegen die so einen Helikopter nicht so hin, ey? Endanflug. Ach so, okay, sind 3 Punkte. Genau. Ich bin bei 1,45 im dritten Punkt jetzt. Oh, mein Seitenruder ist schwer zu drücken. Ich könnte mir eigentlich mal wieder die Pedale hin. Ja, ich bin viel zu langsam, weil ich musste jetzt einmal komplett drehen, ey. Du musstest drehen, okay? Ja, weil ich falsch geflogen bin. Oh Gott, ich habe ja den Knopf doppelt belegt. Da ist nicht mehr die Smartcam drauf. Da ist Sturzflug. Ach so. Oh, den könnte man eigentlich, ey, den könnte man eigentlich machen, ne? Sturzflug? Ist aber schneller. Wie Sturzflug? Ach so. Weiß ich nicht. Was wir machen? Ich glaube schon. Nee, ich mach's. Ich mach nicht. Oh Gott, ich brauche 2 Minuten. Na, ich bin schon über 2 Minuten. Touch and go. Alter, ich mach das nochmal. Das ist so geil. 2,26. Ich hab 2,37. Ich will nochmal. Ich will nochmal. Ja gut, dann machen wir nochmal. Valar Morghulis. Atreides. Ja? Ja. Ja, Sturzflug! Verwenden Sie den Nachbrenner beim Start. Hast du mit Sturzflug? Ja, ja, hab ich gemacht. Und, geht das? Ja. Easy. Landung, Landung. Man muss nicht gut landen übrigens, ne? Oh, ich bin voll drüber geknallt. Okay, warte, ich mach nochmal einen Neustart. Ich wollte zu viel. Ich überhole dich noch. Okay, okay. Was? Was für einen Sturzflug hast du denn da eingebaut? Ich habe einmal einen Sturzflug gemacht. Hä? Ich bin gar nicht so hoch, dass ich einen Sturzflug machen könnte. Oh, ich bin abgestürzt. Okay, letzter Versuch für uns beide jetzt hier. Neustart. Fahrwerk. Bremse. Oh. Ich bin über den Hügel, über den ersten, bin ich dann mit dem Sturzflug runter. Oh, das war ein perfekter, Hallo? Warum hast du die Flügel ausgemacht? Was war das denn? Achso, ich glaube, ich habe kurz den Boden berührt, deswegen haben die Flügel kurz geschnackt. Sturzflug. Ey, gib doch! Ich muss hier mit allen Händen fliegen, die ich habe. Oh, ab einer gewissen Geschwindigkeit erkennst du nicht mehr den Flügelschlag oder ist es hier ein Grafikfehler gerade? Das weiß ich nicht. Komm schon. Okay, gib Gas, komm. Vollgas. Ja, die Frage ist jetzt, was macht der Gleitflug noch? Ja, ich glaube, dann gehen die Flügel aus, oder? Einfach nur. Bringt uns das hier was? Ich glaube nicht. Nein! Oh. Nein! Es war so geil. Ey, wie dieser Boost auch einfach kickt, ne? So bam. Ja, bei mir nicht mehr. Wieso bist du schon abgestürzt? Oh, scheiße. Ja, ich habe einen geilen Touch-and-Go gemacht eigentlich, aber zu hart. Ja, ja. Ja, das hatte ich vorhin auch, deswegen bin ich abgestürzt. Na komm, schneller! Und Gas! Gas! Ich kann die Bremse nur nicht so einschätzen, die ist schon brutal gut. Ja, die ist echt gut. Ich glaube, wenn man das ein paar Mal gemacht hat... Das war nicht besonders geschmeidig. Das war nicht besonders geschmeidig. Ja, da gibt's Minuspunkte für, ne? Fürs nicht geschmeidig sein. Ach so, ja. Na, ich hab ein C, ey. 2 Minuten 17. Nee, lande! Bitte, ja. Ja, so ist gut. Ja, nee. Lande doch. Ich geh runter. Alter, willst du mich verarschen? Ich war... Egal. Geil. Hast du noch eine bessere Zeit? Na, ja, ist gerade, glaube ich, schon, aber nicht als du. Ja, ja, als, okay. Besser als gerade, aber nicht. Ich habe 2 Minuten 20. Okay, dann gucken wir jetzt uns noch die Challenge mit dem Loch an. Fliegen Sie bei der Herausforderung in der Nähe von Scheinwall Ost durch einige der engsten Canyons von Arrakis. Arrakis. Arrakis, Entschuldigung. Das unwegsame Gelände gepaart mit dem gewundenen Pfad. Gewundenen Pfad, Entschuldigung. Ist eine wahre Prüfung für den Piloten. Okay, finden Sie eine Balance zwischen langsamen Manövern und Sprints mit einem Nachbrenner, um es so schnell wie möglich zu schaffen. Das ist ja wohl kein. Gut. Das ist wohl easy für uns, oder? Ab ins Loch.
Mission beginnt. Ja, lande doch! Oh, ich bin abgestürzt. Scheiße. Ich mache einen direkt Neustart. Boah, das will man aber schaffen, ne? Das will man schaffen. Weiterfliegen. Denken Sie an Ihr Training. Der scheucht mich voll. Der sagt hier weiterfliegen. Denken Sie an Ihr Training. Oh, so ein Teil hätte ich auch gerne in echt. Außerhalb des Gebietes? Hä? Du hast mir doch... Ach so, ich muss durch den Canyon. Warum ist dann der Punkt da oben? Sie verarschen? Der nächste Zielpunkt ist einfach oben und ich muss durch den Canyon. Gut, hab nicht zugehört. Ich habe jetzt gedacht, wir müssen irgendwie so ein Loch treffen, indem wir so einen Sturzflug machen und dann die Flügel einklappen. Kommt vielleicht noch. Oh, ich glaube, das kommt jetzt auch. Gerade werden. Durch den Canyon! Flügel zusammenklappen. Ist das geil? Das ist geil. Ey, das fliegt sich so geil, das Teil. Das ist ja richtig geil. Landen. Ich bin der Größte von Arrakis. Wer? Aratris. Nee, Aragorn meinst du? Ich weiß auch nicht. Ja. Ach, der Pilot atmet schon wieder bei mir hier so. Mann. Was bist du denn für eine Eierfeile? Und oh, Flügel einklappen. Minuspunkte. Oha! Warum steht da oben Kontrollpunkt? Das ist so dumm. Klapp aus! Oh. Da muss ich lang. Außerhalb des Gebiets. Ja, ihr müsst besser dieses scheiß Gebiet auch mal markieren. Wo ist denn das Gebiet jetzt hier? Check's nicht, ne? Oh Gott. Oh lande, Gott. Lande. Oh Gott. Ja, sehr das gut. Das ist Schrott, das ist alles Schrott. Also muss ich echt sagen, die Markierungen von dem Spiel sind echt scheiße. Gib doch Gas. Ich kann nur erahnen, dass er mich durch die Klippen hier schicken will. Boah, da wäre ich gerne Pilot. Da wäre ich richtig gerne Pilot. Bist oder? Du doch. Ja, ich bin Pilot, ja, stimmt. So wieder recht. Oh Gott, das war's nicht. Und wieder einklappen. Hui. Ich lass mich auffallen. Das ist so geil. Kann man einen Boost machen, während man fällt? Naja. Ja, man kann den Gleitflug machen. Ey, so geil. So geil. Ja, gut. Oh Gott, ey, jetzt habe ich aber voll verkackt. Oh Gott, oh Gott. Und jetzt, oh Landung. Gott. Hallo, lande doch. Boah, die Endlandung, die ist bei mir richtig kacke immer. Oh, die Endlandung gab Pluspunkte. Oh. Ey, das macht mega Spaß. Geil. Das macht mega Spaß. Da müssen wir nächste Mal nochmal richtig rein und gegeneinander spielen. Ja, ja, ja. Ich hab einen C leider nur. Okay, Leute. Wie viel hast du gebraucht? Film? Ich, 3 Minuten 34. Okay, ich hab 3 Minuten 7. Okay. Gut, Leute. Ich werde mir jetzt den Film mal reinziehen, weil der Simon hat gesagt, der soll geil sein. Ja, der ist richtig geil. Und ihr könnt gerne einen Kommentar da lassen, wie ihr das Update findet. Natürlich ein Like und wenn ihr neu hier seid, lasst doch gerne ein Abo da. Und dann sehen wir uns im nächsten Flug-Simulator-Video oder in irgendeinem anderen geilen Game. Haut rein, habt noch einen schönen Tag. Wiedersehen. Tschüss.